Hallo, da sind wir mal wieder, Ska und Jan aus dem Europaparlament in Straßburg. Und diese Woche hat das Parlament Zähne gezeigt. Und das war auch offensichtlich notwendig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir stellen jetzt die Arbeit ein, Ska. Was ist da los? Ja, natürlich nicht aus Faulheit, sondern weil der Rat uns voll brüskiert hat als das gesamte Europäische Parlament. Und zwar will der Rat in Sachen Schengen immer alleine entscheiden, obwohl wir sagen, die eigentliche Rechtsgrundlage, dem stimmt übrigens auch die Kommission zu, ist eigentlich eine andere, die nämlich Co-Decision vorsieht, also dass Rat und Parlament zusammen entscheiden. Der Rat will uns aber außen vor lassen und deswegen gibt es jetzt einen kleinen Boykott, also eigentlich einen größeren. Und zwar sollen ziemlich viele Dossiers im Bereich Inneres blockiert werden. Das heißt, es gibt keine Fortschritte mehr, keine Verhandlungen mehr mit dem Rat. Also das ist schon ganz ordentlich, ist wohl noch nie passiert hier im Haus. Also das ist ein ganz deutliches Signal, dass wir uns das nicht gefallen lassen, dass wir da auch mitreden wollen. Schließlich irgendwie sind wir auch dafür zuständig, dass die Bürgerinnen und Bürger da vertreten werden in den Verhandlungen. Also durchhalten, Das ist Zähne zeigen, Demokratie. losmachen. Einige Dossiers werden jetzt also erstmal nicht weitergemacht. Darunter fällt ja auch EU, PNR und irgendwas mit Cybercrime, sehr spacey. Ist es denn schlimm, dass wir daran jetzt nicht weiterarbeiten? Nee, eigentlich nicht. Weil das genau die beiden Dossiers sind, wo ich zwar jetzt schon länger dran arbeite, aber eigentlich das Gefühl habe, es kommt nichts bei rum, was uns irgendwie gefallen wird. Ja, Dann. weil genau, ist es, also haben wir irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits zeigen wir dem Rat die rote Karte bei Schengen und andererseits blockieren wir Maßnahmen, die uns Grünen sowieso nicht geheuer waren. Das ist einerseits eine Richtlinie, die mit EU-PNR im Rahmen auch des Smart Borders-Paket alle ein- und auskommenden Passagiere in Europa analysieren soll und vielleicht sogar auch alle Europäer, wenn sie dann fliegen. Ja. Und andererseits ist es eine Richtlinie zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, die von Monika Hohlmeier verhandelt wird und grundsätzlich nicht total falsch ist. Und wir haben da auch einiges rausgehandelt, aber am Ende kommt raus, härtere Strafen, mehr soll bestraft werden, was so im Internet passiert an Hackerangriffen. Ja? Und es gibt keine Ausnahmen für etwa zum Beispiel den Computer Chaos Club, wenn er aufzeigt, dass irgendwo Sicherheitslücken sind. Und es gibt auch keine Verpflichtung für die Betreiber von Systemen, diese Sicherheitslücken zu schließen. Und das ist natürlich einseitig und es ist auch nicht effektiv. Und deswegen können wir ganz froh sein, dass es blockiert wird und legen erstmal die Hände in den Schoß in diesem Bereich und gucken dann mal nach dem Sommer, wie es weitergeht. Ja. EU-PNR, da geht es ja auch ganz viel um Datenaustausch und so Geschichten. Und den Datenschutz, der wird ja auch gerade reformiert auf europäischer Ebene. Gibt es da was Genau. Neues? Ja, seit Anfang des Jahres haben wir ein großes Paket auf dem Tisch, was die Kommission vorgeschlagen hat. Einerseits für die Revision der bisherigen Datenschutzrichtlinie im Bereich private Daten und Verwaltungsdaten. Da bin ich jetzt Berichterstatter. Da machen wir eine einheitliche EU-Verordnung und das wird natürlich spannend. Wie soll die gestrickt sein? Was soll da drin stehen? Da finden jetzt viele Sitzungen statt. Wir machen wirklich ohne Ende Sitzungen und auch Workshops, Hearings und so weiter, um zu gucken, in welche Richtung das geht. Das ist ein langes Projekt, wird uns noch einige Jahre beschäftigen und da geht es auch voran. Aber es gibt eben auch eine Richtlinie, zum Beispiel, die vorgeschlagen ist im Bereich des polizeilichen und justiziellen Datenaustauschs. Und da hat jetzt der Rat gesagt, naja, wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir sind ganz zufrieden damit, dass es da eigentlich keine Regeln gibt für den Datenschutz. Also kennen wir die alte Story. Ja. Wenn es darum geht, gemeinsame Standards zu machen, da sind sie dann wieder alle der Meinung, das müssen wir nicht europäisch machen, nachdem sie vorher gesagt haben, alle Daten überall austauschen und zwar immer. Und das wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache, dass wir sagen, diese EU-PNR-Richtlinie, die blockieren wir allein schon dadurch oder damit, dass wir sagen, erst soll diese Richtlinie für die Standards im Datenschutz geschaffen werden. Und da tut sich also die nächste Front auf, wo wir uns mit dem Rat ein bisschen kabbeln werden sozusagen oder vielleicht sogar noch mehr. Genau. Ja, und dann gibt es ja auch noch andere Oh, Neuerungen. sorry, genau. Ich sollte sagen, du bist nämlich jetzt im Handelsausschuss, gar. Das ist die Genau. neue News, ja. Genau. Und im Handelsausschuss haben wir ja nicht nur nächste Woche die entscheidende Abstimmung zum Ja. ACTA-Abkommen, sondern da macht ihr auch noch andere Sachen, Ja. ne? Und zwar habe ich jetzt bin ich von dem Entwicklungsausschuss in den Handelsausschuss gewechselt, um halt im Handelsausschuss Entwicklungspolitik zu machen, weil der Handelsausschuss in der Regel der ist, der alle guten Sachen aus dem Entwicklungsausschuss blockiert. Also Wurzel, nee, das Üble an der Wurzel packen, so rum Sehr gut. heißt es. Und da machen wir natürlich viel Sachen. ACTA jetzt zur ersten Abstimmung am 20. Juni, noch nichts gewonnen, also durchhalten, Leute. Weitermachen.
Richtig. Und dann machen wir noch so Sachen wie Peru, Kolumbien, Freihandelsabkommen mit den beiden Ländern, wo Menschenrechte völlig außen vor gelassen werden, gar nicht gut. Wehren wir uns dagegen. Dann haben wir jetzt eine Reform beschlossen von Handelspräferenzsystem für Entwicklungsländer, wo wir eben auch sehr kritisch sind, weil eine ganze Reihe von Ländern rausfallen sollen. Unter zwielichtigen Begründungen, die uns nicht ganz geheuer sind. Wir fordern da klare Sachen, auch Kriterien, die sich eben nicht nur auf das Bruttoinlandsprodukt beschränken, sondern auch in Betracht ziehen, wie geht es den Leuten eigentlich vor Ort, wie ist der menschliche Entwicklungsindex und solche Sachen. Aber das trifft leider bei den Kollegen von der CDU auf taube Ohren. Also da gibt es ganz viel zu tun. Ja, ja, dann viel Erfolg bei der Überzeugungsarbeit und wir sehen uns dann nächsten Monat wieder hier in Straßburg. Tschüss. Tschüss.